Ja, ihr Lieben, starten wir durch zum letzten Beitrag. Sehr Sehr gerne, ja, gerne. passt. Sehr gerne. Wir haben zwei unterschiedliche Vortragende, die ursprünglich, muss ich sagen, ein bisschen aus unterschiedlichen Ecken kommen. Also der Christian Raffezeder ist einmal ein Zoologe mit einem Masterabschluss in Verhaltens-, Neuro- und Kognitionsbiologie. Ja. Also das ist schon mal, ja, da werden wahrscheinlich jetzt gar nicht alle wissen, was darunter gemeint ist. Das können wir jetzt nicht aufklären. An der Uni Wien hat er das gemacht, aber er ist auch ganz angewandt Nationalparkranger im Nationalpark Donau und ist auch für den Umweltdachverband tätig. Und da unterstützt er uns auch in unterschiedlichsten Bereichen, muss ich sagen. Er hat eine ganz eine breite Kompetenz. Darauf kann ich jetzt gar nicht eingehen. Die Monika Hummer ist Lehrerin für Deutsch, Psychologie, Philosophie. Jetzt werden Sie alle wundern, aha, warum macht die dann damit? Aber sie ist auch Umweltpädagogik und derzeit absolviert sie eben auch noch die Ausbildung zur Waldpädagogin und Waldgesundheitstrainerin. Und sie ist eben auch am Bundesforschungszentrum für Wald tätig. Also so findet sich das Ganze schön zusammen. Und ja, was soll man sagen? Ich meine, der gesundheitsfördernde Aspekt vom Wald ist uns in der Pandemie mehr als bewusst geworden. Ja, die Leute hat es dann wirklich viel mehr hinausgezogen, vor allem natürlich auch im städtischen Umfeld. Das war also wahnsinnig, was sie da an meinen Geheimplätzen abgespielt hat im Wiener Wald. Die sind jetzt alle bekannt. Also, ja, leider. Aber ich bitte euch zwei jetzt, dass ihr uns jetzt ein bisschen fundierter da einen Einblick gebt, was eben dieses Ökosystem Wald wirklich für uns leisten kann. Bitte schön. Sehr gerne, sehr gerne. Ich werde anfangen und dann in der Mitte an die Monika übergeben. Ich starte mal die Präsentation. So. Das blendet man noch aus. Gut. Ja. Ich hoffe, jetzt kann man alles gut Ja, schön. erkennen. Ja, vielen Dank, Margit, für die einleitenden Worte. Ich muss zugeben, nachdem ich die drei Vorträge jetzt schon von den Vorrednerinnen gehört habe, muss ich sagen, da ist schon sehr, sehr vieles mir vorweggenommen worden, was ich auch bringen wollte. Darum werde ich einfach einiges zum Teil weglassen, weil wir wollen hier insgesamt nicht die Zeit einfach in die Länge ziehen, sondern ich möchte natürlich noch ein paar vielleicht neue Sachen auch bringen. Gut, die Monika und ich, wir kennen uns übrigens über ein Projekt, das wir gemeinsam durchführen durften. Und zwar haben wir ein Modul für die Waldpädagogik entwickelt. Und dieses Modul hat sich genau mit dieser Schnittstelle Biodiversität und Gesundheit am Beispiel des Waldes auseinandergesetzt. Und dabei war natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die Biodiversität mit den drei Ebenen da auch mit hineinzubekommen. Darauf werde ich jetzt aber nicht näher eingehen, weil das eben heute schon so stark gebracht wurde. Aber aus der Biodiversität heraus entstehen natürlich jede Menge unterschiedlicher Ökosystemleistungen. Auch die haben wir heute schon gehört, aber um das hier noch ein bisschen zu präzisieren, wir haben natürlich unter anderem die Ernährungsleistung der Biodiversität. Wir haben Bestäubungsleistung, die erbracht wird. Und dann auf den Wald bezogen natürlich auch die Holznutzung, zum Beispiel als Brennholz, aber auch natürlich in der Bauwirtschaft. Und mit dieser Gesundheitswirkung werden wir durch eine Vielfalt auch an Heilpflanzen und Arzneimitteln von der Biodiversität versorgt. Weitere Ökosystemleistungen wären dann natürlich verschiedene Reinigungsleistungen, wie zum Beispiel Luft- und Wasserreinhaltung. Auch da spielt der Wald natürlich eine extrem große Rolle, genauso wie beim Erosionsschutz. Wir haben Klima- und Wasserregulierung sowie den CO2-Speicher, wo auch dem Wald eine sehr große Rolle beikommt. Und dann natürlich die Ökosystemleistungen, die vor allem auf uns Menschen ein bisschen abzielen. Also wir erfreuen uns natürlich an einer attraktiven Landschaft. Und mittlerweile wird eben in den Studien immer mehr aufgezeigt, dass es nicht nur die Freude daran ist, sondern dass das Ganze auch einen sehr positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat. Bodenbildung gehört ebenfalls noch weiter dazu. Und diese Ökosystemleistungen, die können von der Natur, das ist eben unser großer Gewinn, kostenlos erbracht werden, solange die Ökosysteme intakt sind. Und das ist eben die
die ganz wichtige Zusatzklausel, also wenn die Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten, aus welchen Gründen auch immer, der Arno Aschauer hat heute einiges davon aufgezählt, dann bekommen wir natürlich Probleme, die sich dann auch auf uns auswirken. Hier haben wir noch eine schöne Grafik dazu. Ich werde es jetzt nicht durchgehen, aber man sieht hier, man kann die Ökosystemleistungen auch ein bisschen einteilen in verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel die Regulation oder kulturelle Ökosystemleistungen und natürlich auch unterstützende Sachen. Also das kann man sich dann in den Folien natürlich gerne selbst noch anschauen. Ich habe schon gesagt, die Biodiversität mit ihren drei Ebenen bildet die Grundlage für die Ökosystemleistungen und die ermöglichen dann erst Wirtschaftsleistungen, wie zum Beispiel die Rohstoffnutzung, Land- und Forstwirtschaft, auf der unser ganzes Ernährungssystem natürlich aufbaut und natürlich auch jetzt im Tourismussektor, wo diese attraktiven Landschaften wirklich aktiv verkauft werden und damit geworben wird. Und diese oder unter anderem diese Wirtschaftsleistungen wirken dann wieder auf die Biodiversität selbst, eben indem sie die Ökosysteme, die Arten und auch die genetische Vielfalt irgendwie beeinflussen. Wie wir leider aufgrund der aktuellen Trends wissen, sind die meisten Einflussnahmen da eher auf der negativen Seite. Aber daran arbeiten wir ja, dass sich das wieder in die andere Richtung dreht. Die habe ich schon ein bisschen erwähnt. Zur CO2-Speicherung möchte ich noch hinzufügen. Also so ein durchschnittlicher Wald in Österreich, der hat circa 350 Festmeter Holz am Hektar. Das könnte noch wesentlich mehr sein. Vergleicht man das mit Urwäldern, die zwischen 500 und 700 Festmeter am Hektar an Holz haben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man alle Wälder in Urwälder irgendwie umwandeln lassen oder dass man sie in dieser Entwicklung bestärken sollen. Eine Bewirtschaftung des Waldes ist natürlich von entscheidender Bedeutung, aber es ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben da. Und durch die Waldnutzung generell, das hat die Studie Care for Paris gezeigt, können im Jahr in Österreich 12,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Also das ist schon ein ganzer Batzen. Würde das Ganze nicht mit Holz gemacht werden zum Beispiel, dann müssten natürlich noch stärker fossile Brennstoffe herhalten und keiner von uns will das natürlich. Erosionsschutz durch den Wald selbst sei auch erwähnt. Die Schutzwaldfunktion, denken wir nur an die vermehrt auftretenden beim Starkwetterereignisse, wo Schutzwälder natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen können und somit mitunter Hangrutschungen vermeiden können. Und die Luftreinhaltung habe ich ebenfalls schon erwähnt. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Vielleicht hat das jemand von Ihnen mitbekommen. Elon Musk hat ja eine hohe Summe an Geld in Aussicht gestellt, wenn man eine Lösung findet, wie man CO2 aus der Atmosphäre als Stoff binden kann. Und da habe ich ein ganz nettes Kommentar dazu darunter gelesen. Und zwar stand drunter, das ist das, was Bäume machen. Also der Wald leistet einiges. Und neben der Erholungswirkung ist eben auch die Gesundheitswirkung eine ganz entscheidende Sache. Hier ein Beispiel aus der Vermittlungspraxis, also quasi aus unserem Workshop haben wir eine Gesundheitssuchliste zusammengestellt, wo die Teilnehmerinnen zum Beispiel im Wald auf die Suche gehen sollten nach etwas Wohltuendem, etwas Entspannendem, Belebendem und so weiter. Und das sind natürlich sehr breite Begriffe und die Waldpädagoginnen, die da auf die Reise geschickt wurden, die sind alle mit unterschiedlichen Dingen zurückgekommen. In der Diskussion im Anschluss konnten wir dann aber bei allen feststellen, ja, sie haben die Aufgabe auf jeden Fall erfüllt. Also da konnte einiges von dieser Suchliste einfach sehr gut gefunden werden. Zur Gesundheitswirkung noch weiter.
die Convention on Biodiversity, also CBD plus die WHO gemeinsam, die haben ja auch ein Programm zur Biodiversität und Gesundheit ins Leben gerufen. Also da spielt sich auch auf weltweiter Ebene einiges ab. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem auch im Zusammenhang mit dem Ziel 2050, dass Mensch und Natur in Harmonie gemeinsam leben, ohne Gesundheit. Da fiel heute schon dieser Vergleich mit dem kranken Körper, wird das auch nicht funktionieren. In einigen Vorprojekten zum Thema Biodiversität konnten wir beim Mummeldachverband auch schon im Gesundheitsbereich arbeiten. Da ist hier rechts oben ein sehr nettes Erklärvideo dazu entstanden und auch so eine Posterserie, die aktuell noch verfügbar ist, die läuft unter dem Motto Biodiversität ist eine Gesundheitsvorsorge und betrifft eben verschiedene Bereiche. Einer davon ist hier in der Mitte der Abenteuerspielplatz, wo die Kinder da gerade über den Baumstamm balancieren. Das spielt sich natürlich ganz oft im Waldbereich ab. Und links daneben sieht man auch die Arzneiwirkung, also die Heilwirkung der Biodiversität. Und viele, viele Pflanzen, viele Wirkstoffe finden wir da natürlich auch im Wald. Und weil heute ja auch schon das Beispiel der Pandemie aufgekommen ist, dass noch sehr viele Viren weltweit unentdeckt sind, muss man dazu natürlich auch sagen, auch sehr viele Heilstoffe, sehr viele Wirkstoffe in Heilpflanzen sind nach wie vor unentdeckt. Das Problem an dieser Seite der Medaille ist, dass wenn die Pflanzen oder Tierarten oder was auch immer verloren gehen, weil die Biodiversität einfach zurückgeht, dann gehen auch diese Wirkungen, die bis jetzt unentdeckt sind, auf immer verloren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der einfach beachtet werden muss. So, zum Wald selbst. Da wurde halt mit dem Biodiversitätsmonitoring schon in die gleiche Kerbe geschlagen vom Klaus Wanninger. Was macht den Wald so besonders? Er ist einfach ein Schauplatz von Wechselwirkungen zwischen Arten. Ganz viele verschiedene kleine Lebensräume kommen dort vor. Lebensraumvielfalt, Strukturvielfalt, die entscheidend ist, dass dort so viele Arten vorkommen. Und auch die genetische Variante ist gerade in Österreich von besonderer Bedeutung, weil natürlich aufgrund der verschiedenen Höhenstufen, die wir in unserem kleinen Land haben, natürlich auch verschiedenste Baumarten an bestimmte gut angepasst sind. Ich habe jetzt ganz gezielt drei Lebensräume ausgewählt, um sie kurz zu beleuchten, also Waldränder und Säume. Warum sind die so besonders wichtig? Es sind Übergangsbereiche. Der Klaus Wanninger kann das sicher viel besser erklären, weil er eben mit den Hecken so viel Erfahrung hat. Aber Hecken sind einfach Hotspots für Biodiversität, sehr artenreich sind, also von den kleinen Pflanzen am Saum bis hoch in die Wipfeln findet man dort einfach eine Fülle an Bewohnern, die dort Schutz, Wohnraum und Nahrung finden können. Und natürlich sind diese Waldränder, Säume und Hecken ganz wichtige Korridore für die Fortbewegung vieler Arten. Also auch für die Orientierung stellen diese Bereiche eine entscheidende Rolle dar. Die Feuchtlebensräume, die auch in Wäldern natürlich sehr stark vorkommen können. Das kann ein kleiner Weiher sein oder ein Astloch, das ein bisschen mit Wasser gefüllt ist oder die Quellen, die in vielen Wäldern vorkommen. Also die gehören ebenfalls zu einer ganz wichtigen Gruppe an Lebensräumen und sind Trittsteine für viele Arten, die zum Beispiel am Wandern sind. Hier in der Mitte unten sehen wir die Erdkröte als Beispiel. Also vor allem die Amphibienarten sind dann natürlich sehr stark an diese Lebensräume auch gebunden. Und da sind wir auch wieder beim Erhalt der Biodiversität. Alle heimischen Amphibienarten sind im Grunde bedroht. Und umso wichtiger ist es da auch, diese
Feuchtlebensräume zu erhalten. Eine gute Maßnahme dafür, die sehr, sehr gerne gebracht wird, ist, wenn irgendwo was neu ausgebaggert werden muss in einem Wald, macht man gleich eine Mulde mehr, die sich dann mit Wasser füllt und die ein super Biotop für Amphibien sein kann. Im Laufe des Jahres treten dann natürlich unterschiedliche dynamische Prozesse auf. Und neben den Amphibien finden sich dann noch eine Hülle an Arten, vor allem in der Gruppe der Wirbellosen, also Arthropoden, Insekten, Schnecken etc., die Feuchtlebensräume nutzen. Und jetzt zu einem der wichtigsten Lebensräume im Wald, das Totholz selbst. Also Totholz, das nicht aus dem Wald eben weggetragen wird, sondern dort stehen, liegen, gelassen wird. Das ist ebenfalls oder hat einen ganz, ganz hohen Wert. Den kann man gar nicht hoch genug ansetzen für Vögel und Säugetiere, aber auch eben wieder für die Insekten. Als Beispiel nur der Hirschkäfer, dessen Larve bis zu 7 Jahre im toten Holz einer Eiche sich entwickeln kann. Der fertige oder der adulte Käfer ist dann gerade mal 2 Monate unterwegs. Das heißt, der Großteil des Lebens, der spielt sich eigentlich im toten Holz ab und da ist eher nur eines vieler Beispiele. Totholz macht natürlich oder trägt ebenso sehr oft zur Erfüllung der Ökosystemleistungen bei und somit zur Abschwächung des Klimawandels. Wer davon profitiert, habe ich schon kurz angemerkt. Nur eine Zahl, die einfach beeindruckend ist, also ein Viertel aller heimischer Käferarten besiedeln das tote Holz. Das ist natürlich eine enorm große Gruppe. Und die Pilze, die oft ein bisschen untergehen, gerade in der Kommunikation zur Biodiversität, können totes Holz natürlich auch besonders gut nutzen, da sie es wieder abbauen. Ja, welche Gefahren bestehen jetzt für die Biodiversität im Wald? Da möchte ich jetzt nicht oder mich nicht allzu lang aufhalten, weil die Frau Obermeier schon sehr viel davon gebracht hat. Aber vor allem die zweite Zeile hier, 53 von 93 der Waldbiotoptypen sind gefährdet. Das ist natürlich eine enorm große Zahl, also mehr als die Hälfte. Und darum ist es weiterhin wichtig, diese Lebensräume zu erhalten. Hier sind noch Zahlen zu Tierarten und Blütenpflanzen und hier vielleicht besonders auffällig die Insektenarten. Also ich glaube, wir waren bei circa 70.000 heimischen Arten. 40.000 davon entfallen eben auf die Insektenarten, was enorm ist. Und davon ist eben ein Großteil auch gefährdet. Bei vielen weiß man den aktuellen Gefährdungsgrad natürlich gar nicht, weil es nicht für jede Art das entsprechende Monitoring gibt. Die Rote Liste gibt Auskunft darüber, da gehe ich jetzt auch nicht mehr darauf ein. Ja, eine Gefahr für den Wald sind natürlich einwandernde Neophyten. Diese Liste ist jetzt sehr kurz gehalten, das könnten noch einige mehr sein, aber das drüsige Springkraut hier auf dem Bild ist vor allem an den besagten Feuchtlebensräumen, an Gewässerläufen besonders stark ausgeprägt, weil es bestandsbildend ist. Da wäre aber auch der Staudenknöterich zum Beispiel zu nennen. Das heißt, heimische Arten gehen verloren. Dann gibt es ein paar Baumarten, die Probleme machen, wie beispielsweise Götterbaum und Robinie, die vor allem an warmen, hellen Standorten besonders gut hochkommen können. Der Götterbaum beeindruckt durch sein enormes Wachstum. Die Rubinie, die lagert zum Beispiel Stickstoff im Boden ein, wodurch andere Pflanzen nicht mehr so leicht wachsen können. Die Goldrute ist ebenfalls wie der Springkraut sehr stark bestandsbildend. Das heißt, wo die dann sich mal etabliert hat, kommen kaum noch andere Arten vor. Und dann sind hier noch 2 Arten, die jetzt vielleicht für den Wald nicht so entscheidend sind, aber für die Gesundheit. Ragweed und Riesenbärenklau. Beim Riesenbärenklau ist vor allem das Problem, dass er phototoxisch reagieren kann. Also wenn man da Kontakt auf der Haut mit dieser Pflanze hat und in die Sonne kommt, dann kriegt man eben einen
so Verbrennungssymptome. Und das Ragweed, das wirkt vor allem Allergen, also die Samen sind da für manche Allergiker eine schwere Not, weil das sogar bis zum Asthma führen kann. Also diese Neophyten, die in den Wäldern eben auftauchen, sind eben eine große Gefahr, auch weil sie die heimischen Arten einfach verdrängen können. Und was den Klimawandel betrifft, der hat natürlich ganz große Auswirkungen, vor allem auf die Wälder, weil dort eben ein Großteil der Artenvielfalt vorkommt. Das sind natürlich jetzt auch die tropischen Wälder dazu zu zählen, wo natürlich die höchste Biodiversität zu finden ist. Aber bei uns in Österreich finden wir vor allem Trockenstress oder eine Anhäufung von Kalamitäten, das heißt, da wäre der Borkenkäfer zu nennen, aber auch die katastrophalen Wetterereignisse wie starker Hagel oder Starkregen oder Überschwemmungen, auch die spielen da natürlich eine Rolle, die sich auch negativ auf die Wälder auswirken können. Und neben den oben genannten Neophyten können natürlich auch neue Neobiota, das ist die ganze Gruppe, also das sind Pflanzen, Tiere und Pilze gemeint, können auch einwandern. Ein Beispiel, die für uns in Zukunft durchaus Probleme machen können, sind zum Beispiel die Tigermücke, die aufgrund der wärmeren Bedingungen weiter in unser Gebiet eindringt. Und mit dieser Mücke können auch Krankheitserreger neu nach Österreich kommen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir gerade brauchen in unserer aktuellen Situation. Daher umso wichtiger, weiter für die Pariser Klimaziele zu kämpfen und auch für die Biodiversitätsziele sich einzusetzen. Ja, was braucht es, damit auch in Zukunft die Biodiversität erhalten bleibt und dass wir weiterhin durch ihre Leistungen, vor allem im Gesundheitsbereich, profitieren können? Das wird euch jetzt die Monika ein bisschen erzählen. Danke, Christian, für die nette Überleitung. Ich teile gleich meinen Bildschirm. So. Gut. Ja, danke nochmal für die Einladung und die Anmoderation und Christian für die Präsentation von dir, die quasi als erster Teil von unserem gemeinsamen Vortrag war. Mein Vortrag gliedert sich kurz so weit, dass ich am Anfang etwas zum Wald in Österreich erzähle, ein paar Daten und Fakten liefere und dann auf die Bedeutung der Biodiversität für den österreichischen Wald eingehe und dann überleite zum Thema Wald und Gesundheit. Und wenn die Zeit noch es zulässt, würde ich gerne ein bisschen was zum Thema, wie vermittle ich Waldbiodiversität oder was haben wir am BFW entwickelt, die es vielleicht im Unterricht leichter machen, das Thema zu vermitteln. Ich habe schon im Zuge der... Ganz kurz noch einmischen, da würde ich jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit Folgendes bitten, dass wir vielleicht diese Vermittlungsgeschichte von Waldbiodiversität wirklich uns fürs nächste Jahr aufsparen, weil wir haben ja eine Fortsetzung und dass wir da wirklich für die Pädagoginnen, da geht es ja, glaube ich, hauptsächlich um Pädagoginnen, dass wir das wirklich hineinnehmen fürs nächste Jahr. Und ich würde dich auch bitten, weil wir jetzt schon natürlich sehr viel zu Zahlen, Daten, Fakten und Biodiversität gehört haben, dass du wirklich die Gesundheit sehr bald angehst, weil das ist das, worauf wir jetzt ja neugierig sind. Kein Problem. Ich habe ja im Zuge der Veranstaltung also schon ein paar Folien rausgekickt. Dass das ja, eh klar. Ich weiß, das ist den letzten beißen die Hunde. Ich weiß eh, das ist jetzt auch gar nicht so fair, aber wie gesagt, das ist jetzt... Na, dann starte ich gleich weiter. Kein Problem. Bevor wir nicht mehr zu viel Zeit verlieren. Also kurz zum Wald in Österreich. Wie vielleicht viele von euch schon wissen, das ist Österreich ein sehr waldreiches Land. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die leider nicht so viel Wald haben oder wo viel abgeholzt wird, wächst in Österreich
Der Wald steht dich zu. Im BFW macht im Zuge der österreichischen Waldinventur seit dem Jahr 1961 immer wieder Bestandserhebungen, wie es dem Wald in Österreich gerade geht. Und da wurde eben festgestellt, dass es in den letzten Jahren zu einem Zuwachs gekommen ist. Und das waldreichste Land ist eben die Steiermark, gefolgt von Kärnten, wie man hier auf der Grafik rechts sehen kann. Rund 3,4 Milliarden Bäume wachsen in Österreich. Das, wenn man das so hochrechnet, kommt man auf ungefähr 400, oder nicht ungefähr, genau 420 Bäume pro Österreicherin, was doch eigentlich eine ganz gute Sache ist. Und der Wald in Österreich besteht aus 65 heimischen Baumarten. Es gibt natürlich auch noch verschiedene Baumarten, die im Wald wachsen, die aber nicht als heimische Baumarten zählen, zum Beispiel die Douglasie wäre so ein Fall. Kurz zu den Eigentumsverhältnissen. Circa 80% von Österreichs Waldflächen sind im Privatbesitz. Der Rest kommt eben im öffentlichen Wäldern zu. Die Bedeutung der Biodiversität für den österreichischen Wald haben wir heute auch schon ein bisschen was gehört von Christian. Also der Wald ist ein Hotspot der Biodiversität. Und Waldgebiete sowohl auch als Biodiversität generell sind das Ergebnis von Evolution und geprägt durch den jahrhundertenlangen Einfluss menschlicher Nutzungsformen. Hier im letzten Punkt wird auch kurz auf den Waldboden eingegangen, der ja verschiedenste Mikroorganismen und Kleinstlebewesen als Heim Lebensraum bietet, und es ist irgendwie bewundernswert, dass auf einen Quadratmeter Waldboden bis zu 130 Regenwürmer und 800 Käferlarven und 320 Ameisen leben können. Also schon alleine diese Zahlen machen die Dimension, wie viel Leben in einem Wald steckt und wie viele verschiedene Ökosysteme ein Wald beherbergt. Es ist schon so eine ordentliche Leistung, unser Wald. Hier zwei Bilder, wie Wald in Österreich ausschauen kann. Wir haben es in einem Vortrag vorhin schon gesehen. Rechts ein Beispiel von einer Fichtenmonokultur, die jetzt nicht so artenreich sein wird wie das Bild auf der linken Seite, wo ein Mischwald vorgezeigt wird. Und wenn ich hier gleich ein bisschen eine Brücke schlagen darf zum Thema Gesundheit, es wird auch, wenn man Leute fragt oder Leute Bilder zeigt, welchen Wald sie als mehr Erholungspotenzial sehen, wird immer auf einen Mischwald gezeigt. Oder die Erholungswirkung von Mischwäldern sind höher als in einer Monokultur, in einem Fichtenmonokulturwald. Die Waldbiodiversität gilt auch als Chance für die Waldgesundheit. Zum Beispiel kann durch eine vermehrte Einbringung von verschiedenen Waldbaumarten, also von einem Mischwald, so eine Versicherungsfunktion auftreten beim Schadfall. Natürlich, klar, wenn zum Beispiel jetzt bei dem Thema Borkenkäfer, wenn der sich in einem Fichtenbestand satt frisst, kommt es natürlich zu mehr Ausfällen, als wenn jetzt der Bestand aufgelockert wird durch verschiedene anderen Laubbaumarten. Auf der anderen Seite kann auch die Ausbreitung von spezialisierten Schädlingen eingedämmt werden, vor allem durch die Nützlinge, die in einem Mischwald oder in einem artenreichen Wald vermehrt auftreten und als natürliche Gegenspieler dann den Schädling bekämpfen, sozusagen. Nur kurz zu den Bewirtschaftungsmaßnahmen zugunsten der Biodiversität. Diese wurden auch schon angesprochen im Vortrag, wo es darum gegangen ist, Biodiversitätsmanagement
WaldbewirtschafterInnen beobachten Biodiversität. Man soll Dichtstand vermeiden, Förderung von verschiedenen Habitatstrukturen. Der Christian hat auch schon die Bedeutung von einem Waldsaum und dem Waldrand angesprochen und den Totholzanteil. Beim Totholzanteil ist es auch interessant und hier wieder kurz die Brücke zum Thema Gesundheit, dass viele Menschen Totholz im Wald eher als nicht so geeignet empfinden für die Erholungsfunktion von einem selbst. Erst wenn man ihnen erklärt, wofür das Totholz wichtig ist im Wald, empfinden sie es dann auch als ein Element, ein Waldelement, das zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt, was ganz interessant ist. Gut, bin ich darüber gerast zum Thema Wald und Gesundheit. Der Wald wird vor allem in der letzten Zeit immer mehr wiederentdeckt als Ressource für unsere Gesundheit und Wohlbefinden. Das hat mehrere Ursachen. Vier der häufigst genannten in der Literatur sind, dass der Wald geringere Belastung durch Lärm und Verschmutzung bietet und man sich im Wald erholen kann, die Seele baumeln lassen kann und dadurch auch Stress abbauen. Natürlich nutzen auch viele Menschen den Wald, um sich körperlich zu betätigen. Und die ganzen Aktivitäten im Wald können laut Literatur auch Einfluss auf soziale Beziehungen haben. Zum Beispiel, wenn ich persönlich in den Wald gehe, um mich zu erholen, runterzukommen und dann wieder zurückkomme in mein Privatleben, zu meinem Partner, meiner Familie oder auch im Arbeitsumfeld, bin weniger gestresst und weniger gereizt. Warum hat der Wald eigentlich Potenzial zur Gesundheitsförderung? Ganz wichtig ist hier hervorzuheben das sogenannte Waldklima oder die Waldatmosphäre. Die hohe Luftfeuchtigkeit und vor allem die Reduktion von Luftschadstoffen entlasten die Atemwege und die Haut und wirken positiv auf haben systemische Wirkungen wie zum Beispiel auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herzgefäße. Die hohe Luftfeuchtigkeit entlastet unsere Atemwege. Man kann wieder gut durchatmen und fühlt sich erleichtert. Und auch die niedrige Lufttemperatur steigert unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Also es hat einen positiveren Effekt, wenn man jetzt laufen geht im Wald und sich ein bisschen kühler ist, als wenn es draußen im Offenland wärmer ist. Also die Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen werden erhöht. Andere Elemente sind zum Beispiel Licht, wo von den Probandinnen beobachtet wurde oder kundgetan wurde, dass angenehme Gefühle durch die sich verändertes Lichtspektrum hervorgerufen wurde. Also man beobachtet, man nutzt alle Sinne, regt alle Sinne an und das baut Stress ab und lässt sich erholen im Wald. Und der Lärmschutz, den habe ich eh schon vorher angesprochen. Vor allem sind hier hervorzuheben die Wechselwirkungen von Mensch und Natur. Also der Sauerstoff, dann das Mikrobiom, das natürlich auch erheblich mit der Biodiversität zu tun hat und die Ästhetik des Waldes, die ansprechend ist, wie wir schon gehört haben, vor allem in einem lockeren Mischwald im Gegensatz zu einem dichten Fichtenwald. Wald wirkt, laut einer Studie, die wir gemeinsam mit der Dr. Renate Czerwinker gemacht haben im Jahr 2014, vor allem auf körperliche, physische und soziale Gesundheit.
Die Studie ist 2014 erschienen und in ihr wurden, jetzt muss ich kurz die Zahl doch nochmal suchen, 149 wissenschaftlich geprüfte Artikel und 31 themenrelevante Publikationen durchforstet, die alle darlegen, dass Wald und der Aufenthalt im Wald oder in Waldlandschaften positive Effekte auf unsere menschliche Gesundheit haben können. Auch ein kurzer Abriss der Forschung. Die Forschungsgebiet Wald und Gesundheit ist noch relativ jung. Es hat so richtig durchgestartet in den 1980er Jahren und die meisten Forschungsergebnisse sind aus dem asiatischen Raum, also aus Japan und Korea, wo Waldtherapie und Forest Medicine bekannt ist. Wichtig hier zu nennen ist, dass Waldaufenthalte im Gegensatz zum Aufenthalt in urbanen Räumen, also in Stadt, reduzierende Auswirkungen haben auf Blutdruck, Puls und die Aktivität des sympathischen Nervensystems. Auf der anderen Seite erhöht ein Aufenthalt im Wald die Aktivität des parasympathischen Nervensystems und die Vitalität. Und des parasympathischen Nervensystems wie das sympathische Nervensystem gehören zum vegetativen Nervensystem generell. Waldflächen sollen vielschichtig sein und strukturreich sein, was natürlich dann auch wieder für die Erhaltung und die Förderung von Biodiversität im Wald spricht. Interessant ist, dass offene Wälder oder Lichtungen werden positiver wahrgenommen im Gegensatz zu dichten oder dunklen Wäldern, wobei aber eine höhere Vegetationsdichte bessere Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit hat. Und interessant auch sind die Zusammenhänge zwischen Phytonzide und der menschlichen Gesundheit. Hier kursieren teilweise Ansichten, die Forschung nicht ganz standhalten kann. Aber eins, was mehr oder weniger schon gut beforscht wurde, ist, dass die erhöhte Aktivität des Immunsystems gegeben ist. Zum Beispiel wird ein entzündungshemmender Effekt auf die Atemwege festgestellt und eine entspannungsfördernde Leistung sowie kognitive Leistung und Stimmung festgestellt. Anders sieht das zum Beispiel aus bei dem Thema Terpene und die Aktivität der menschlichen Killerzellen. Da wurde eine Studie in Asien, in Japan eben gemacht, von Jing Li. Der hat Probandinnen in Hotels untergebracht und dort wurden Terpene den Probandinnen in das Hotelzimmer eingeströmt quasi. Und diese Untersuchung ist natürlich unter Laborbedingungen entstanden und da wurde festgestellt, dass eine erhöhte Aktivität der Killerzellen auftreten kann, aber eine zweite Studie konnte das nicht mehr bestätigen. Also man sieht hier, der Forschungsstand ist noch in Kinderschuhen und es bedarf weiterer Untersuchungen, Studien weltweit, nicht nur im asiatischen Raum, sondern vor allem vermehrt auch im europäischen Raum, was gesichert ist, dass Wälder global, lokal und für jeden Einzelnen wichtig sind für die psychische, physische und soziale Gesundheit, nicht nur wegen den Ökosystemleistungen, sondern auch, wie man hoffentlich hier gesehen hat, ganz individuell auf das persönliche Wohlbefinden. Kurz noch eine Unterscheidung der modernen Begriffe Waldbaden und Waldtherapie. Waldbaden kommt auch aus dem japanischen Raum und ist bekannt unter Shinrin-yoku und bedeutet so viel wie das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Waldbaden ist ganz klar eine präventive Maßnahme und
geführte, also meistens wird Waldbaden geführt, durchgeführt, also mit geführte Waldspaziergänge mit Fokus auf Achtsamkeit und die Schulung aller Sinne. Anders die Waldtherapie, also im japanischen Raum unter Shinrin Ryoho bekannt, die schließt neben die Gesundheitsprävention auch tatsächlich die therapeutischen Behandlungen und Rehabilitation ein. Wichtig hier, man braucht eine dementsprechend therapeutische Berufsausbildung, gerade in Österreich, wo Therapie oder medizinische Berufe geschützt sind oder Therapie ein geschützter Beruf ist. Und dementsprechend sollen auch Leute, die Waldtherapie anbieten, dementsprechend ausgebildet sein. wichtig vielleicht auch für alle, die pädagogisch arbeiten, und ich glaube, das dann viele hier auch, also vielleicht die meisten, dass Wahlerlebnisse vor allem in der Kindheit die subjektiv empfundene Erholungswirksamkeit des Wahles im Erwachsenenalter beeinflussen. Also ein Appell an alle Lehrerinnen, Naturvermittlerinnen, geht's raus in den Wald, lernt den Kindern mit dem Wald umzugehen, den Wald zu erforschen. Und dann werden sie im zunehmenden Alter immer noch, wenn sie in den Wald gehen, die Erholungswirkung vom Wald spüren. Genau, das und vieles mehr gibt es im Modul D zu hören und zu erfahren. Also das ist gemeinsam mit Christian vom Umweltdachverband eben konzipiert haben am BFW. Das ist ein Fortbildungsmodul, das sich vor allem an die Waldpädagoginnen richtet, aber nicht nur, also auch Naturvermittlerinnen oder Interessierte können gerne teilnehmen. Und es wird nächstes Jahr, also im Jahr 2022, an allen forstlichen Ausbildungsstätten stattfinden. Ist ein Zwei-Tages-Modul und die Hintergrundinfos gibt es auch in dem entworfenen und konzipierten Handbuch zu der Fortbildung, das bei uns im Webshop erhältlich ist. Gut, das wären dann die Vermittlungsinhalte für die Pädagogik, aber das lasse ich einfach in der Präsentation drinnen. Wir haben einen Online-Kurs zum Thema Biodiversität im Wald konzipiert mit 6 Modulen. Der ist unter diesem Link abrufbar, also www.bfw-waldbiodiversität-onlinekurs.at. Schaut da mal rein, gibt es keinen Zeitdruck. Jeder, der Lust und Laune hat, kann die Inhalte eins zu eins dann dort nachlesen. Und den Podcast zum Thema Vielfalt im Wald, der sich vor allem an die jüngere Zielgruppe berichtet, also Kinder und Jugendliche. Wir haben das so eingegliedert zwischen 9 und 13 Jahren. Glauben wir, dass der Podcast attraktiv sein könnte für die Kinder. Gibt es zu hören auf allen Kanälen wie Spotify, Apple Podcast, Deezer und YouTube. Einfach googeln Vielfalt im Wald Podcast und dann kommt man gleich zu diesen Folgen. Und Schulunterlagen auch von uns zum Thema Biodiversität. Hier verweise ich auch gleich an der Stelle an die BFW-Homepage, wo Sie und Aktuelles downloadbar sind. Links und Methoden nochmal aufgelistet in der Präsentation, die ihr alle erhält. Und somit sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr einiges zur Gesundheitswirkung vom Wald mitgeben konnte, in der Kürze. Ja, vielen Dank. Ja, in der Kürze kann man halt nicht mehr sagen. Alle haben überzogen, aber es war auch meine Schuld, dass ich nicht ordnender eingegriffen habe. Da sieht man wieder, wie notwendig, dass ich eine professionelle Moderatorin an meiner Seite habe, weil ich einfach immer zu inhaltlich fokussiert bin und dann einfach es nie schaffe, die Referentinnen sozusagen ein bisschen einzubremsen. Also es haben alle überzogen, aber es war auch hauptsächlich meine Schuld. Damit möchte ich mich herzlich bei allen entschuldigen, für die dies also jetzt schon sehr spät geworden ist. Manche sind leider auch schon ausgestiegen, aber
ich freue mich trotzdem, dass wir diesen großen Bogen spannen haben können. Es wird alle Präsentationen kopiergeschützt online geben. Wir haben die gesamte Veranstaltung aufgezeichnet. Das heißt, also man kann das auch noch nachsehen alles. Wir werden jetzt auch den Chat noch speichern, um da eben noch alles, was offen ist, vielleicht noch zu beantworten, beziehungsweise eben auch Infos noch extra dann bei der Nachlese zu berücksichtigen. Und so bleibt mir jetzt nur mehr allen zu danken, die wirklich durchgehalten haben, bis zum nicht bitteren, sondern bis zum Ende einfach. Ich weiß, wir sind jetzt alle geschafft und müde. Ich wünsche allen einen erholsamen, schönen, guten Abend. Danke noch einmal fürs mit dabei sein und noch einmal auch ein Danke natürlich an alle Referentinnen. Und es tut mir leid für die letzten beiden, wo wir halt alle schon ein bisschen müde waren und wo halt dann schon ein bisschen Wiederholung war, ist klar. Ja. Aber ja, so ist es eben. Sie dürfen nächstes Jahr als Erste sprechen. Ja, gut. Na, es ist ja so, dass wirklich gerade bei den letzten beiden Blöcken wird es nächstes Jahr auf jeden Fall noch was dazu geben. Und so freuen wir uns hoffentlich auf ein persönliches Wiedersehen im nächsten Jahr. Termin steht. Aber wie gesagt, das ist auch alles in der Nachlese dann enthalten. Und so bleibt es mir jetzt wirklich nur mehr auf Wiedersehen zu sagen und Sie nicht länger aufzuhalten. Dankeschön, schönen Abend. Bis bald.